Wir sind jetzt mit einer Predigtserie über den 1. Korintherbrief unterwegs und das Thema ist miteinander unterwegs sein als Gemeinde. Und wie es Isabel schon gesagt hat, heute schauen wir die Ergänzung an. Ergänzung in der Vielfalt, in dem, dass wir sehr unterschiedlich sind. Der Paulus in dem 1. Korintherbrief beschreibt uns ganz verschiedene Aspekte. Wie funktioniert denn eine Gemeinde? Wie soll sie funktionieren? Und jetzt kommen wir zu Kapitel 12 bis 14 und da wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen. Da geht es um Geistesgaben, um die verschiedenen Fähigkeiten, die Gott uns als Gemeinde am Einzelnen geschenkt hat und die miteinander helfen sollen, dass wir als Gemeinde dürfen funktionieren, dass wir dürfen wachsen, dass wir dürfen ein Segen sein in dieser Welt. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, wir merken, das ist eine der Fragen der Korinther, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Paulus hat gewusst, hey, jetzt kommt etwas Wichtiges. Und ich glaube, Gott sagt auch uns als Lenzkirche, in diesem Bereich, da gibt es noch ganz viel Luft nach oben. Da dürfen wir uns noch gewaltig weiterentwickeln. Weil es geht darum, dass Gott uns nicht nur natürliche Gaben geschenkt hat, sondern uns auch will übernatürlich bewegen. Durch seinen Geist. Und dass wir dürfen nicht nur uns im Machbaren bewegen als Gemeinde, da, wo man anbringt, mit ein bisschen sich Mühe geben und anstrengen, sondern dass wir dürfen miteinander leben, wie Gott übernatürlich unter uns wirkt. Dazu braucht Paulus das Bild von unserem menschlichen Körper und sagt, wir funktionieren ähnlich. Mit dem, dass es da ganz unterschiedliche Körperteile gibt, die verschiedene Funktionen haben. Das ist ein Bild, das Paulus gefällt. Da greift er auch auf im Epheserbrief, da greift er auf im Römerbrief, wenn er über die geistlichen Gaben redet. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. So ist es auch bei Christus und seinem Leib, der Gemeinde. Und ich will einfach vorne wegnehmen. Ich denke, viele sitzen jetzt gerade da und sagen, ja, die Predigt, die hat wenig mit mir zu tun. Ich bin so ein bisschen mehr ein Bänkelwärmer. Oder, weiß auch nicht, wie du dich bezeichnest. Das Bild, das schreit noch. Es braucht uns alle. Und wir sind alle wichtig. Denkst du viel so an deinen Dickdarm? Ich kann euch sagen, als ich Darmkrebs hatte, habe ich plötzlich viel an meinen Dickdarm gedacht. Und wo der nicht mehr funktioniert hat, da ist alles zusammengebrochen. Ich sage jetzt nicht, du seist einen Dickdarm, gell? Aber solltest du irgendwo das Gefühl haben, sei es nicht so wichtig, dann musst du von Anfang an bei dieser Predigt umstellen. Paulus macht klar, wer zu Jesus gehört, der gehört auch zur Gemeinde. Da redet er von der universalen Gemeinde, von den Chinesen, die an Jesus glauben. Aber wie er es nachher beschreibt, geht es ganz eindeutig um die lokale Gemeinde. Um uns. Gott redet zu uns als Lenzkirche. Zu Jesus zu gehören bedeutet, ein Teil seines Leibes zu sein. Und da sagt der Paulus, zu dem sind wir berufen. Das ist unsere Berufung von jedem
Einzelnen von uns. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit der Gemeinde. Wir sind alle Teile seines einen Leibes. Und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Ein Vers, wo schon ganz vieles klärt. Über die Stellung von jedem Einzelnen von uns. Wir als Gemeinde, wir funktionieren im Miteinander. In der gegenseitigen Ergänzung. Und wir funktionieren durch das, dass wir so unterschiedlich sind, wie wir eben sind. Genau so funktioniert Gemeinde. Und es geht darum, deine Aufgabe zu erfüllen. Wir funktionieren in der Ergänzung. Und ohne deine Ergänzung, da fehlt etwas. Ich will das wieder sehr deutlich machen. Wir sind drauf gekommen, so im Gespräch, welche Aufgabe hat René Gimme in der Lenzkirche gehabt? Das war seine Tochter, die gesagt hat, er hat keine gehabt. Hey, so etwas von falsch. Wir alle haben sehr deutlich gemerkt, was gefehlt hat, wo wir den René verloren haben. Wo der René nicht mehr da war. Der René war als erstes einfach ganz jemand treuer. Der war einfach da. Da habe ich immer gewusst, der ist da. Der hat schon gute Gründe gebraucht. In der Corona-Zeit habe ich als Prediger gemerkt, was heisst, vor leeren Stühlen zu predigen. Hey, es ist ein Riesengeschenk, jeder, der da ist. Für uns als Band, für Moderation. Hey, macht einfach ganz anders Freude, wenn du da bist. Und dann hat der René eine wichtige Rolle gehabt für all die Leute, die ihn haben wollen sehen an diesem Sonntag. Und ein paar Worte mit ihm wechseln. Was ist mein Platz? Der ist so unterschiedlich. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Deine Gabe, da wo Gott dir ganz spezifisch anvertraut hat, das ist im Normalfall nicht für dich. Da müssen wir vielleicht umdenken, gerade auch bei den Geistesgaben. Das ist für die anderen. Mit dem dienst du. Mit dem hilfst du, dass die Gemeinde darf aufgebaut werden. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Geistesgaben sind kein Hobby. Sind keine Auszeichnung. Also da gibt es noch irgendwo noch so eine Elite, verstehst du, wo Geistesgaben hat. Sondern sie sind eine Aufgabe. Etwas, was dir anvertraut hat, zum Wohl für die anderen. Mir gefällt das Signet von dem Herz, das Putzle. Nehmen wir an, du bist das Rote. Bist du zufrieden? Weißt du, du bist so ein Randputzle, gell? Eklig, gell? Da gäbe es noch Besseres. Ein Randputzle. Hey, ohne da Putzle kann die Liebe, die Gott möchte zeigen durch seine Gemeinde, da fehlt etwas ganz Entscheidendes. Wir haben ein Lied gesungen, das Lied, das gefällt mir, gell? Liebe hat einen Namen. Wie heißt Liebe? Jesus. Sicher, super, genau. Aber Liebe hat noch ein paar andere Namen. Liebe heißt Reto.
Liebe heisst Silvia. Liebe heisst Pascal. Weil Gott, wo jedem Einzelnen von uns lebt, der lässt die Liebe von Jesus überhaupt erst sichtbar werden. Es ist falsch, dass nur Liebe Jesus heisst. Er heisst auch Isabel. Und jetzt darfst du deinen Namen einsetzen. Du repräsentierst und machst es vollständig, dass die Liebe von Jesus sichtbar wird in unserem Tal. Indem der Geist diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erteilt. Da, wo Gott dir anvertraut hat, da hat er, da hat der Heilige Geist zum Wohl von seinem Lieb, von uns als Gemeinde bestimmt. Ich war früher Fan von diesen Tests, Geistesgabentests, ich habe sogar einen mit euch gemacht. Ich bin nicht mehr gleich Fan, weil ich gemerkt habe, wir verstehen etwas falsch, als geht es darum, was würde mir gerade noch gefallen? Was würde jetzt am besten zu mir passen und in welchem Licht stehe ich denn? Ich finde zum Beispiel so Gaben wie diejenigen sind nicht gerade so attraktiv, oder? Da gäbe es noch Besseres. Die Bibel sagt, es ist der Heilige Geist, wo dich für deine Aufgabe befähigt. Und ganz wichtig ist zu wissen, jeder von uns. Das ist einfach, das kommt und kommt in diesem Text. Jeder von uns hat den Heiligen Geist, wo der Heilige Geist in ihm lebt, weil er ein Kind von Jesus ist, der ist auch begabt, der ist auch berufen für seine Aufgabe. Gaben in der Gemeinde sind also kein Wunschkonzert. Wenn ich so ein bisschen über das nachgedacht habe, denkt, das könnte ja auch noch bedeuten, dass ich auf dich zukommen und sagen, ich glaube, du bist da begabt, wir wollen dich da. Stell dir mal vor, unsere Mitarbeit kommt ganz auf eine andere Ebene, oder? Lassen wir das. Jedem Einzelnen, und es geht gleich weiter, von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Versteht ihr, was da der Paulus schreibt? Geistesgaben sind ein bisschen komplizierter, weder nur einfach die Frage, hast du sie oder hast du sie nicht. Ich glaube Folgendes. Unsere Begabungen sind sehr unterschiedlich. So wie wir es nachher werden sehen, in diesen Katalogen von Aufzählungen über Geistesgaben, in der Art sehr unterschiedlich. Aber ich glaube auch in der Qualität. Was meine ich mit dem? Andreas, hast du Geistesgabe vom Singen? Was findet ihr? Ich habe sie nicht. Gell? Und darum trete ich auch nicht auf in der Band. Ich habe Probleme mit Rhythmus und was auch immer. Ich mache Andachten im Altersheim. Und dann müsst ihr mich erleben. A cappella. Ich singe voraus. Und ich habe kein Klavier, wo mir die Höhe vom Ton gibt, manchmal vergriff ich's, gell? Und Gott in seiner Gnade hilft mir, dass ich singen kann mit den alten Leuten. Und sie haben sogar noch Freude an mir. Könnt ihr euch das vorstellen? Habe ich Gott vom Singen? Nein, ich habe sie nicht, aber ein bisschen. Einfach das so, dass Gott mich kann brauchen an dem Ort, wo er mich angestellt hat, in der Andacht im Altersheim. Ich glaube, das ist eine ganz grosse Not, dass wir auch nicht offen sind und nicht uns einlösen auf Geistesgaben, weil wir es idealisiert haben. Wer hat Gabe vom Heilen?
Wer ist ein Apostel? Das sind so riesige Geschichten. Jetzt bin ich ein bisschen frech. Ich glaube, dass Gott mich immer auch wieder in Aufgabe gestellt hat mit apostolischen Fähigkeiten. Ich könnte den Rest mehr brauchen von dem. Aber Gott hat mir einen Anteil davon gegeben. Und ganz vieles, glaube ich, hat auch damit zu tun, dass Geistesgaben können wachsen. Es hat nachher auch Unterschiede in unserer Stellung. Über das hat Isabel schon geredet. Wenn du im Putzteam bist, hast du auch eine Stellung. Wenn du in der Gemeindeleitung bist, dann meinen gewisse Leute, du hast eine andere Stellung. Wir haben es aufgehört, das so als Ämter zu bezeichnen. Einfach, um auch zu zeigen, auch wenn es Unterschiede gibt in unserer Verantwortung, in unserer Aufgabe, ist es trotzdem, bleibt das Prinzip, jeder bringt da ein, wo Gott ihn hingestellt hat. Also ihr merkt, Geisteskörper können unterschiedlich ausgeprägt sein und vor allem, glaube ich, sie dürfen wachsen. Sie dürfen etwas sein, wo ich mich darauf einlande und mehr darf verstehen, da braucht mich Gott. So setzt er mich ein. Gott bestätigt die Gabe. Da dürfen wir auch fröhlich experimentieren. Und ich glaube auch, dass Geistesgaben etwas sind, wo manchmal auf gewisse Zeit ist. Ich mache es wieder persönlich. Seit 40 Jahren bin ich im vollzeitlichen Dienst. Ich war fast immer in einer Leitungsaufgabe gewesen. Ich freue mich, nächsten Sommer steige ich aus allen Leitungsausgaben. Und dann brauche ich die Begabung nicht mehr. Und bis nächsten Sommer müsst ihr noch beten, wie verrückt, dass ich ein schlauer Leiter bin. Versteht ihr etwas, wie Sachen, Aufgaben einfach auch unterschiedlich sind? Das gilt gerade auch für unsere Lebenssituationen. Ich sage es immer wieder, wenn du Mami mit kleinen Kind bist, dann ist das einfach zuerst mal deine primäre Aufgabe. Und dann muss vieles vielleicht auch von deinen Gaben, dass du auch noch eine gewaltige Sängerin wärst, muss vielleicht zurückstehen. Weil jetzt einfach deine Familie Priorität erfahren. Letzter Punkt für uns als Gemeinde. Paulus an Timotheus. Setz die Gabe ein, die Gott dir schenkt. Er hat dich ja durch seine Prophetie für diese Aufgabe bestimmt. Und die Leiter der Gemeinde haben dir die Hände aufgelegt und dich gesegnet. Ein Beispiel, wo da klar macht, dass Gaben etwas sind, für die lokale Gemeinde auch nach Bedürfnis. Für den Paulus war es klar, für die Aufgabe, die mir der Timotheus bestimmt hat, braucht er ganz spezielle Zulagen. Und jemand hat von Gott Klarheit bekommen, aber der Timotheus ist der Richtige für die Aufgabe. Den stellen wir dort hin, der ist noch viel zu jung, aber den stellen wir jetzt dort hin. Und jetzt segnen wir den und jetzt bebeten wir den und wir legen die Hände auf, dass Gott ihm da gibt, wo man braucht. Ich glaube, da dürfen wir auch noch ein bisschen zulegen, auch als Gemeinde, einfach ihm einander segnen und auch Gott um seine Begabungen zu bitten. Jetzt, heute feiern wir Mitarbeiterfest. Isabel hat schon gesagt. Ich fahre dann nachher noch ein bisschen weiter im Text, aber der wird dann ein bisschen blöd. Der redet nachher noch darüber, dass es für unser Miteinander nicht immer ganz so einfach ist. Und ich habe gefunden, bevor ich dort hinkomme, muss ich euch einfach sagen, ich habe grosse Freude, wie wir dürfen miteinander unterwegs sein. Und wie wir die Ergänzung und da unterschiedlich begabt sein und unterschiedliche Aufgaben, wie wir da einfach wahrnehmen. Nochmal zurück, vielleicht hast du das Gefühl, ich bin doch nicht wichtig. Vieles, was in einer Gemeinde passiert, ist unsichtbar. Wir feiern Mitarbeiterfest und der ganze Club, wo unsere Kinder jetzt im Keller schauen, kommt nichts mit. Und in grosser Treue machen sie
Sonntag für Sonntag ein super Job. Aber vielleicht sagst du, ja, bei mir ist es noch unsichtbarer. Ich möchte euch noch ein schönes Beispiel sagen, vor allem auch, weil der Hans da ist, der hat das vielleicht nicht gewusst. Der Hans ist ja Pastor vom EGW. Solange der Hermann Müller gelebt hat und solange er konnte, habe ich gewusst, dass Priska und ich auf seiner Gebetsliste sind. Und der Hermann, der gewusst hat, der mich gekannt hat als Schnuderi, kleiner Bub, als Querschläger, der hat gewusst, also für Andreas muss ich sicher wöchentlich beten. Und hat es einfach gemacht. Habt ihr gewusst, dass wir dort auch noch einen Mitarbeiter im EGW hatten? Ich weiß, dass der Hans nicht gestört hat. So vieles ist unsichtbar, was darf unter uns passieren. Und so möchte ich euch einfach von ganzem Herzen danken für euer Mittragen. Wir kontrollieren zum Beispiel ganz bewusst auch nicht, wer spendet wie viel. Hey, unsere Gabe, dass wir als Gemeinde existieren, ist einfach der Hammer. Dass wir das Gebäude dürfen haben, da haben so viele Leute mitgebracht. Ich liebe es nicht, wenn geklatscht wird für die Leute, die da auf der Bühne sind. Die haben ja schon ihren Platz, gell? Können wir uns einmal jetzt einfach gegenseitig richtig klatschen und sagen, hey, super, dass du da bist, super, dass du mithilfst, dass wir dürfen miteinander als letzte Kirche unterwegs sein. Jetzt müssen wir klatschen. Jetzt habe ich rundum geschaut, jetzt habe ich gerade noch Celina gesehen. Sie ist unsere Buchhalterin. Das ist auch so eine Versteckte. Und trotzdem ist unser Miteinander auch eine ständige Herausforderung. Unser Unterschiedlichsein, unsere unterschiedlichen Aufgabenstellungen, die wir haben, die bringt uns unweigerlich zum Vergleichen. Das passiert automatisch. Vergleichen tun wir immer. Sonst könnte man gar nicht leben. Spannend ist, was macht der Vergleich mit dir? Wie interpretierst du das? Was löst es bei dir aus? Was ist deine Reaktion, wenn du auch in der Lenzkirche am Vergleichen bist? Vergleichen tun wir. Die nächste Frage ist spannend. Wie gehen wir damit um? Wie reagiere ich? Und darum die Frage, wie sehe ich meine Rolle, meinen Auftrag in dieser Gemeinde? Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören? Ich bin nicht wichtig. Mich braucht es nicht. Andere sind wichtiger. Wenn da irgendwo in einer Ecke ein Sätzchen ist, wo dir bekannt vorkommt, wo du auch schon gesagt hast, können wir das heute miteinander ausraten. Und sagen, die Bibel redet so viel bis dem anderen, da muss der Teufel sein, der dir da einflüstert. Es ist einfach nicht wahr. Und nur weil du sagst, Augen sind wichtig, sind Augen wichtiger als Ohren? Glaube schon. Man kann da unterschiedlich werten. Und wie wertvoll ist das Gehör? Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe denn das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn. Wenn du dich rausnimmst, wenn du dich zurückziehst, dann fehlt etwas in der Lenzkirche. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Das ist jetzt die andere Seite.
da, wo ich sage, ich brauche doch niemanden. Ich, wenn ich auch für meinen Glauben brauche, da hole ich mir schon irgendwo, ich brauche niemanden. Ich brauche auch keine Lenzkille. Ich glaube, das ist wieder falsch. Jeder von uns braucht Ergänzung. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass jeder von uns auch abhängig bleibt. Und merkt, zum Glück gibt es andere Leute, die mich ergänzen. Ich in meiner Einseitigkeit hätte schon längst die Sache an die Wand gefahren. Jeder von uns braucht Ergänzung. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Das ist eine verkehrte Welt vom Reich Gottes. Das ist die verkehrte Welt, wie Gott Gemeinde baut. Und da sind wir schon vorbeigekommen im 1. Korintherbrief, dass der Paulus sagt, die Schwachen, die noch gewackelig im Glauben sind, die, auf die müsst ihr ein besonderes Auge haben. Die haben Priorität. Nicht die, die schon am längsten da sind. Vielleicht sogar die, die man gerne erreichen möchte. Ihr seht, heute sind wir am Experimentieren, ist noch lange noch nicht das Ende. Wir versuchen eine neue Bühnengestaltung. Mir gefällt das nicht. Bist du ein Gewackeliger oder bist du schon 40 Jahre mit Jesus unterwegs? Wenn du schon 40 Jahre mit Jesus unterwegs sein dann bist du vielleicht in der Lage, einfach auf ein Stück Hoffnung hin, dass es anderen dürfte hilfreich sein, dass wir unsere Bühne anders gestalten. Nicht so einfach. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leibe zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Der Paulus weiss, in einer Gemeinde kann es ganz leicht zu Spaltungen kommen. Wir können uns fetzen. Wir können einander richtig wehtun. Und er sagt, und aus dem Grund gilt das verkehrte Gesetz, dass alles auf dem basiert, dass wir einander dienen. Es gibt keinen anderen Platz in der Lenzkirche, wieder ein Platz vom Dienen. Und jetzt sage ich, ja, und du als Pastor. Wenn es uns als Pastor nicht gelingt, Diener zu sein, hey, dann schrammen wir am Ziel vorbei. Und es tut mir leid, da wo mir das vielleicht nicht gelungen ist. Das Prinzip bleibt. Und darum vielleicht die ketzerische Frage. Wenn da wenn ich in der Gemeinde mache, mir dienen muss, dann bin ich nicht nur daneben, sondern dann wirst du früher oder später auch frustriert werden. Freude, Dankbarkeit finden wir im Reich Gottes im Dienen, auch in der Gemeinde. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen können, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Hey, das ist ein Hammer-Motto für uns als Lenzkirche. Ich lese es euch nochmal. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen können, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Da gibt es keinen Raum, um hinten durchzuschnurren, was andere vielleicht besser könnten machen, sondern möchten den Ort sein von der Annahme vom Schutz. Und jetzt komme ich zurück zum Anfang. Der Paulus redet über Geistesgaben. Über das, wo nur der Heilige Geist wirken kann.
Freunde, das sind alles hochgestockene Ideale für uns als Lenzkirche. Das können wir, das müssen wir nicht schaffen, ohne dass wir uns ausstrecken nach der übernatürlichen Befähigung durch den Heiligen Geist. Vielleicht kommst du am Sonntag hier und sagst, hoffentlich treffe ich den Heiri nicht. Nein, den gibt es bei uns nicht. Ich darf mich ausstrecken nach dieser Liebe von Gott, wo sich sagt, und vielleicht möchte ich, dass Gott, dass ich heute am Heiri begegne und ihm diene. Hey, wir sind so bedürftig und das ist gut. Ich bete. Vater im Himmel, das war deine Idee, dass wir als Gemeinde funktionieren sollen, wie ein Leib, dass es da keine Elite gibt, sondern ganz unterschiedlich begabte Körperteile, die zusammenarbeiten, die sich ergänzen, die einander brauchen. Und Vater im Himmel, für diese Überforderung hast du uns ausgerüstet mit deinem Geist. Und wir strecken uns aus als Lenzkirche nach deiner Befähigung, nach deiner Liebe füreinander, für den Schutz, den wir einander bieten wollen, für die Annahme, die nur du schenkst. Herr Jesus, danke, dass du uns hilfst. Amen.